Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Es geht um Erste Hilfe, wie sehr, sehr häufig. Und es ist aller ausgegebenem Anlass. Wir hatten gestern Vatertag und vor nicht allzu langer Zeit gab es einen Artikel in einer bunten illustrierten Zeitschrift zum Thema Survival, und in dieser Zeitschrift zum Thema Survival ging es um Anwendung von Panzerband. Und gleich vorweg, nicht, dass ihr mich falsch Miss, Mrs. oder Ma'am versteht. Ich bin ein absoluter Fan von Panzerband. Wenn es nach mir ginge, Panzerband für den Weltfrieden. Aber das ist eine andere Geschichte und es wird auch gerade nicht sachlicher. Auf dem Panzerband, was ihr so gewöhnlich im Baumarkt kriegt, da sind bestimmte Gefahrensymbole, unter anderem gesundheitsschädlich, unter anderem nicht so besonders gut für die Umwelt, hat mit dem Plastik zu tun, hat aber vor allem mit dem Klebstoff zu tun. So, in dieser Zeitschrift war zu sehen, einmal wie man damit Wunden tapet, wie so eine Art Klammerpflaster. Und das andere war ein Druckverband. So, gestern Vatertag. Es kommt in eine Notaufnahme des Vertrauens. 22 Jahre jung, einigermaßen männlich oder sich dafür zumindest haltend. Schon gut an über die Mandeln gelötet, also schon mit einer ziemlichen Schlagzahl dabei gewesen. Und hat sowas Komisches am Unterarm. Wo gedacht haben, was ist das denn? So, er gab dann zum Besten und Kraft seiner Kumpels, dass er sich an einer zerbrochenen Bierflasche geschnitten hat. Und er hätte einen wahnsinns tiefen Schnitt am Unterarm und ein Kumpel von ihm hat das Ganze mit einem Druckverband versorgt. Die Stelle war ungefähr hier. Wie auch immer, haben da zwei Kompressen 10x10 den Weg drauf gefunden. Das Ganze wurde gesichert durch ein DIN-Verbandpäckchen. Ähnlich nachgestelltes Gebämse sehen wir jetzt hier. Und das wirft so viele Fragen auf, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. So, was war denn jetzt der Haken an der Sache? Also, man hat dann versucht, diesen Verband abzunehmen. Und dabei trat folgendes Problem auf. Unter diesem Konstrukt, unter der Kompresse, stellte sich raus, dass diese wahnsinnig tiefe, unfassbar schmerzhafte Wunde ein Kratzer war, also nicht mal eine wirkliche ernsthafte Schnittwunde. Das, was die Damen und Herren in der Notaufnahme aber wirklich beschäftigt hat, das war die allergische Reaktion auf den Klebstoff vom Panzerband. Da wurde, wie auf dem Bild gerade eben, entsprechend direkt auf die Haut geklebt. Und der ganz einfache Haken an der Sache ist, dass das Panzerband und der Klebstoff dafür definitiv nicht gemacht sind. So, wenn du jetzt jemanden hast, der eine einigermaßen empfindliche Haut hat, dann kann dieses Experiment auch wahnsinnig in die Hose gehen. Und das ist es da. Was sich nämlich unter dem Panzerband tummelte, war eine chemische Verbrennung zweiten Grades mit Blasenbildung und deren Eröffnung. Aus einem ganz einfachen Grund. Ganz egal, was man versucht hat, mit diesem Panzerband irgendwie ums da von der Haut zu kriegen. Schlussendlich hat man die gesamte Haut unter dem Panzerband mit dem Panzerband abgezogen. Ups. Und in solchen Artikeln wird auch sowas an der Art vorsichtshalber gar nicht hingewiesen. Und das ist etwas, was ich aber 1995 des letzten Jahrhunderts schon zu sehen gekriegt habe in der Notaufnahme. Ups. Das ist schon ein Weilchen her. Und damals haben wir auch alle aufgeschrien, nichts machen, nichts machen, Isabel. Aber Fraktion Jugend forscht, weiß es besser, offensichtlich. Was dann letzten Endes dazu führte, dass dieser Patient ein ernsthaftes Problem mit seiner Haut hat.
Das wird also definitiv Narben geben. Ihm werden zwar die Stories in der Kneipe nicht ausgehen, aber ob es das jetzt wirklich wert war, wage ich mal ganz grob anzuzweifeln. Ich möchte mich aber auch noch ein kleines bisschen gut mit euch sehen, denn es gibt ein Panzerband, was ich gerade in die Finger gekriegt habe, was genau das kann. Und zwar, es ist eine relativ kleine Rolle und ja, sie kostet ebenfalls Geld, weil für Luft- und Liebeknöpfe, Negertaler gibt es das nun mal nicht. Auch wenn es vielleicht gerade unsachlich wird. Und dieses Panzerband hat den Vorteil, dass der Klebstoff zwar trotzdem alles und jeden irgendwie in irgendeiner Art und Weise klebt, wie BBAA am Schuh, aber wenn du es auf die Haut klebst, kriegst du mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht derartige chemische Verbrennung. Und das ist bei diesem Panzerband, das ist bei diesem Duct Tape der ganz kriegsentscheidende Unterschied. Das heißt, damit kannst du, wenn du es musst, sehr wohl ein Chest-Seal improvisieren. Geht. Du kannst damit einen Verband improvisieren. Geht. Aber wenn du eh schon vernünftiges Verbandmaterial hast, dann nutzt doch das Verbandmaterial, nämlich das Panzerband. Damit kannst du dann immer noch irgendwelche Kühlerschläuche, irgendwelche Kraftstoffleitungen oder irgendwas in der Art tatsächlich wieder zum Schweigen kriegen. Das geht. Das habe ich alles schon gemacht. Habe ich durch. Funktioniert. Gartenschläuche zumindest provisorisch erstmal wieder früher oder später spielen die das Spiel mit dem Universum und dem Wasserdruck, dass er lautet, der Klügere gibt nach. Meistens ist es das Panzerband, was nachgibt. Also jetzt nicht unbedingt das hier, sondern das aus dem Baumarkt, das gibt genauso nach. Ansonsten kannst du alles andere hiermit auch machen und du kannst es tatsächlich in ein Medic-Kit werfen. Und zwar ohne, dass du dabei rot anläufst oder irgendwie Gefahr läufst, dass da größerer Schaden mit passiert. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan von den, wie heißen sie alle hier, Leukosilk oder ich glaube Leukoplast war das andere, das war das braune oder das stabilere. Kenne ich alles? Ja, geht auch. Damit geht's unfallfrei. So, was könnt ihr damit denn nun alles machen? Ihr könnt damit tatsächlich genau dasselbe machen wie mit allen anderen Panzerbändern. Wenn ich irgendwas Sinnvolles an Video finde, packe ich es unten in die Videobeschreibung. Wenn ich darüber ein Video machen soll, feuerfrei raus damit. Wie gesagt, ich bin davon ein absoluter Fan, also von dem Duct Tape an sich. Bei dem Duct Tape, bei dem regulären aus dem Baumarkt auf nackter Haut, nichts machen, ist doof, ist bäh. Das hier schon, wo ihr das hier kriegt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt damit schon eine ganze Menge machen. Das Ganze hat jetzt kein allzu großes Packmaß, was vielleicht pfiffig wäre, wenn man sich das Ganze irgendwie auf eine Visitenkarte oder eine alte Plastikkarte, so in Größe von Kreditkarte oder irgendwas in der Art, also nicht auf die eigentliche, sondern irgendeine alte, keine Ahnung, hast du auch teilweise so als Werbegeschenk oder so, der alte Büchereiausweis oder so. Da wickelst du es drauf und dann hast du Ruhe. Kinnings, wenn ihr irgendwelche Fragen, Sorgen, Anregungen, Nöte dazu habt, haut es unten in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, ist ein Abo, ein Like oder die Mischung aus beiden kein allzu großes Problem und keine schwere Straftat. Mir war es wie immer ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.